Menschen im Internet, die silberne Masken tragen und Datenbrillen zerstören. Das klingt nach einem schlechten Science-Fiction-Film, ist aber Realität mitten in Deutschland. I know who you are. Gebaut wird die smarte Brille nicht etwa im Silicon Valley und auch nicht irgendwo in Asien, sondern hier, in Berlin-Mitte, von einem kleinen Start-up. So faszinierend das Gerät und die ihm innewohnenden Möglichkeiten sind, man braucht nicht viel Fantasie, um sich Sorgen um Datenschutz und Privatsphäre zu machen. Die Hersteller teilen solche Bedenken nicht. Die Realorama trägt sowieso nur die Daten zusammen, die im Netz verfügbar sind. Also das heißt, jeder Mensch, der sich ein bisschen auskennt, der eine Suchmaschine bedienen kann und vielleicht noch einen Gesichtserkennungsalgorithmus, könnte sich die auch zusammentragen. Er wird halt nur länger brauchen. Also die Realorama ist schnell, wirklich schnell. Michelle Spark, die Gründerin und Chefin des Unternehmens, beschäftigt sich schon länger mit dem Thema Gesichtserkennung. Und das ist kein Zufall, denn ich kann mir keine Gesichter merken. Das heißt also, ich kann keine Menschen erkennen. Und es ist bei mir schon immer so. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wenn ich jemanden so 10, 15, 20 Mal gesehen habe, dann kann ich mir das Gesicht meistens einprägen. Vorher geht es eigentlich gar nicht und das heißt wiederum, dass alle Menschen für mich genau gleich aussehen. Diese Einschränkung nennt sich Prosopagnosie. Prosopagnosie, das ist eine kaum erforschte Wahrnehmungsbehinderung, nenne ich das mal, die vermutlich angeboren ist. Wie ist Ihre Kindheit denn damit verlaufen? Schwierig. Also es war ja in der Schulzeit für mich schon so, dass ich die anderen Kinder nicht erkannt habe. Die dachten dann wiederum die ganze Zeit, entweder bin ich einfach dumm oder arrogant. Und meine Lehrer, die dachten sogar, ich würde sie die ganze Zeit nur veräppeln. Von daher war es für mich eigentlich in der Schulzeit auch schon so, dass ich ziemlich viel alleine war. Mhm. Ja, ich habe viel nachgedacht, gebastelt, geträumt, gelesen und ja, ich glaube, ich war wahrscheinlich so ein typisches Einzelgängerkind. So, und ein Resultat Ihres Träumens und Bastelns und Nachdenkens war dann also diese Brille, die Sie bald produzieren wollen und auch auf den Markt bringen werden. Wie hat sich denn Ihr Leben seitdem verändert? Also komplett. Es ist wirklich ein völlig anderes Leben. Man kann sich das so vorstellen, ich kann plötzlich alleine reisen, ich kann allein ausgehen. Also generell kann ich einfach plötzlich Dinge tun, ohne ständig unter der Angst oder zu leiden, dass die Gesichtsblindheit mich irgendwie blamieren könnte. Das hört sich zumindest vielversprechend an. Ja, es ist auch vielversprechend. Was ja. Weiß denn Ihre Brille zum Beispiel über die anderen Gäste, die jetzt hier sitzen? Also das hier ist Saphira Lux. Eigentlich heißt sie Sigrid Ottmann. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie behauptet, sie hätte sich monatelang nur von Licht ernährt. Außerdem behauptet sie, dass man Krebs alleine durch die Einnahme von Vitaminen heilen könnte und dass man Kinder nicht impfen lassen soll. Das ist ein sehr dummes und sehr gefährliches Buch. Also wahrscheinlich ist sie deswegen auch eine sehr dumme und sehr gefährliche Frau. Sind Sie immer so ehrlich? Die Aufmerksamkeit der IT-Welt kreist seit Wochen nur um die Datenbrillen aus dem Hause Realorama. Und jetzt hat das Thema auch das politische Berlin erreicht. Walter Dörling, Staatssekretär des Inneren und zuständig für die sogenannten Zukunftstechnologien, hat normalerweise nicht viel Positives zu verkünden. Da kommt ihm die Begeisterung für die digitalen Augengläser gerade recht. Deutschland war ja lange die Erfindernation schlechthin. Das hat dann leider im Internetzeitalter ein wenig den Anschluss verpasst. Junge, innovative Unternehmen, wie beispielsweise Realorama, beweisen aber, dass Deutschland es doch noch drauf hat. Lassen Sie mich es so sagen. Die Mutter des Erfindergeistes hat drei Väter. Schwarz, Rot, Gold. Michelle Spark, die Gründerin und Geschäftsführerin des Berliner Startups, ist für viele ja so etwas wie die deutsche Wiedergeburt des Apple-Gründers Steve Jobs. Aber hat das bisher einzige Produkt des Unternehmens, eine Datenbrille, die noch nicht einmal in Serie produziert wird, wirklich das Zeug zu einem echten Knüller, wie Apple ihn einst mit dem iPhone und dem iPad erschaffen hat? Und außerdem, wie müssen wir uns den Alltag eigentlich vorstellen, wenn wir einmal alle mit solchen Datenbrillen herumlaufen? Das wollen wir Ihnen jetzt zeigen, und zwar mit einem Experiment, das es so im deutschen Fernsehen
noch nie gegeben hat. Wir werden uns jetzt in die Brille von Michelle Spark hineinschalten und live sehen und erleben, was sie sieht und erlebt. Hallo Michelle, können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie. Hallo ins Studio. Um zu zeigen, wie unser aller Alltag schon bald aussehen wird, haben wir uns eine ganz alltägliche Situation ausgesucht, das Einkaufen. Mit der Real-O-Rama wird sich nämlich das Einkaufserlebnis ziemlich verändern. Ja, also das hier sieht ja jetzt nicht unbedingt nach Shoppingparadies aus. Aber Einkaufszentren sind eh von gestern. Uns reicht sowas hier. 149 Euro statt vormals 249 Euro. Es klingt ja eigentlich nach einem tollen Schnäppchen. Aber schauen wir doch mal, ob die Kamera wirklich so günstig ist. Hier, der billigste Versender liefert uns die Kamera für 119 Euro inklusive Versand innerhalb von 24 Stunden. Und wenn wir wollen, dann können wir sie hier und jetzt bestellen. Also kann man sagen, 30 Euro gespart, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, oder? Und von dem gesparten Geld gehen wir jetzt lecker Kuchen essen. Und ja, natürlich nicht irgendein Kuchen, sondern wir gehen zur fantastischen Krümmerlein-Konditorei. Ja, es gibt natürlich noch viele andere tolle Konditoreien. Nicht, dass man uns hier gleich noch Schleichwerbung unterstellt. Können Sie uns die vielleicht einfach auch mal zeigen? Oh ja, klar, natürlich. Was auch toll ist, ungefähr jeder kann uns immer und überall zum Shoppen inspirieren. All das könnten wir jetzt direkt bestellen. Und zwar zum günstigsten Preis, der im Netz zu finden ist. Ich weiß, wer du bist. Pablo Rothmann. Vielen Dank für deine Einkaufshilfe. Ja, aber Moment, dass jetzt hier die Namen von völlig Unbeteiligten komplett eingeblendet werden, das ist dann doch ein bisschen überraschend. Vielleicht könnten ja, Sie einfach... Ja, das ist eine der wichtigsten Funktionen der Real-O-Rama-Brille. Also für mich natürlich besonders, aber ich denke für viele andere auch. Okay, ich glaube, also an dieser Stelle müssen wir das wirklich abbrechen. Michelle, das tut mir leid, ja, meine sehr verehrten Zuschauer. Das Experiment wird Pablo R. wohl so schnell nicht vergessen. Am Morgen noch genoss der 36-jährige Internatslehrer seinen freien Tag mitten in Berlin. Am Abend war er dann plötzlich arbeitslos und sein Leben lag in Trümmern. Ja, und wir, das Fernsehen, wir waren vielleicht sogar ein wenig mitschuldig. Ja, und ich habe das noch nicht mal gemerkt. Erst Stunden später, als ich mein Handy wieder einschalte, denke ich, what? Was ist passiert? Haufenweise E-Mails, SMS, tausende Nachrichten auf der Mailbox. Pablo R. arbeitet als Geographielehrer am Elite-Internat Schloss Kriebsburg. Und dort gibt es eindeutige Regeln. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir haben hier nichts gegen Homosexuelle, nicht im geringsten. Wir, also das Direktorium von Schloss Kriebsburg, wir sind allerdings zwingend an den Entschluss des Elternrats gebunden, der eindeutig sagt, es ist nicht gewünscht, dass die Jungen, also die Schüler im Umfeld von homosexuellen Männern heranwachsen. Das hat also mit Diskriminierung wirklich nichts zu tun. Noch am gleichen Tag teilte die Schule Pablo R. mit, sein Kündigungsverfahren laufe bereits und er brauche nicht mehr auf das Schloss zurückkehren. Der Hauptgrund, er hatte beim Vorstellungsgespräch gelogen. Natürlich habe ich auf die Frage, ob ich schwul bin, mit Nein geantwortet. Hätte ich Ja gesagt, hätte ich ja überhaupt keine Chance auf die Stelle gehabt. Pablo R. ist verbittert. Für seine missliche Situation macht er auch das Fernsehen verantwortlich. Es kann doch nicht sein, dass das Fernsehen in mein Leben platzt und einfach, ohne mich zu fragen, beschließt, den Pablo den outen wir jetzt als schwul, ob der will oder nicht. Elmar Thewissen, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles, weist diese Anschuldigungen zurück. Wir bedauern den Vorfall natürlich ganz außerordentlich. Es handelte sich einwandfrei um eine ganz tragische Verkettung von unglücklichen Umständen. Die ZDF-Mitarbeiter haben sich, glaube ich, vorbildlich verhalten. Auch die Moderatorin hat alles getan, geistesgegenwärtig, um die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen dann doch noch zu schützen. Wir bieten dem Betroffenen gerne an, dass wir uns zusammensetzen und das miteinander bereden, auch vor laufenden Kameras. Wir haben dafür sehr viel Verständnis. Dass ich und nur ich allein bestimmen möchte, was über mein Privatleben in die Öffentlichkeit gelangt und was geheim bleibt. Diese James-Bond-Brille, diese Spionage-für-jedermann-Technologie, die Sie da verkaufen wollen, die ist böse. Ja, aber jetzt seien Sie doch mal ehrlich zu sich selbst. Es ist doch gar nicht das Outing, was zu Ihrem Problem geführt hat. Und erst recht nicht irgendeine Technologie. Es geht doch viel mehr um diese schwulenfeindliche Politik, diese Schule, bei der Sie nur arbeiten dürfen, wenn Sie sie belügen. Und Sie sind auf diese Lüge auch noch eingestiegen. Damit haben Sie sozusagen ja eine Zeitbombe unter Ihren eigenen Stuhl gelegt. Und jetzt können Sie sich eben auch nicht beschweren, wenn die explodiert ist. Sagen Sie mal, finden Sie es nicht ein bisschen anmaßend, dass Sie mir erst mit diesen privatheitsvernichtenden Geräten meine
meine ganze Biografie zerstören und dann auch noch erklären wollen, was ich alles falsch gemacht hätte? Ja, also, Frau Spark, da muss ich einhalten. Mhm. Finden Sie nicht auch, dass jeder Einzelne darüber entscheiden sollte, wie weit seine Privatsphäre an die Öffentlichkeit kommt? Ja, aber genau diese Preisgabe des Privaten ist doch ein politischer Schritt. Geheimnistuerei stärkt immer die Diskriminierer, die Unterdrücker, die Spießbürger, die Konservativen, die immer bestimmen wollen, was normal ist und was nicht. Und jeder Einzelne von uns, der nicht sein wahres Ich nach außen trägt, der unterstützt doch genau diese Menschen und gibt denen jeweils mehr Macht. Eine menschliche Gesellschaft, die entsteht doch nicht von alleine. Da müssen wir mit aggressiver Offenheit dafür kämpfen. Ja, aber Frau Spark, wie soll denn Ihrer Meinung nach dieser Weg in diese Welt aussehen? Also einfach nur Offenheit, das kann es ja wohl nicht sein. Nee, also die Real-Orama-Brille ist eine Entwicklung, die Teil einer größeren Idee ist. Ich habe mir in den letzten Jahren wirklich viele Gedanken gemacht über das Spannungsverhältnis von Geheimnissen, Offenheit, Privatsphäre, Macht und Freiheit. Und genau um dieses Spannungsverhältnis endlich mal in einen Ausgleich zum Wohle aller Bürger zu bringen, existiert jetzt ein konkreter Plan. Und dieser Plan heißt Operation Naked. Operation Naked. Das ist ja irre. Entschuldigung. Ernsthaft? Operation Nackig? Nach dem Motto, zieht die Schwulen aus, macht sie nackig, nehmt ihnen die Kleider weg? Ja, das steht für eine Metapher. Also. Mhm. Und nachdem die Schwulen alle nackt sind und man ihnen die Kleider vom Leib gerissen hat, dann stellen sich alle um die nackten Schwulen herum, ja, so und sagen, guck mal da, da sind nackte Schwule. Und es geht um eine Metapher, die steht für Offenheit, Transparenz und Ehrlichkeit. Was auch immer Sie gerade vorhaben, bitte unterlassen Sie das. Nackt ist also eine Metapher. Herr Rothmann. Interessant, wofür? Für ausgezogen, entkleidet, entblößt. Herr Rothmann, jetzt bleiben Sie doch bitte mal bei der Sache. Wenn das nicht aufhört, dann müssen wir das hier abbrechen. Oder meinen Sie vielleicht gar nicht nackt? Haben Sie sich vielleicht mit Herr Rothmann, lassen Metapher Sie bitte Ihre Hose an. Vergriffen. Wir müssen das hier. Und meinen in Wahrheit eigentlich anormal, unnatürlich, Herr Rothmann, regelwidrig, abnorm. Das brechen wir jetzt ab, das reicht mir jetzt wirklich. Vorsicht, fassen Sie mich nicht an. Ich könnte Sie anstecken. Und Ihre Kinder auch. Ich bin der nackte Schwule. Und bei uns im Studio begrüße ich Oliver van Brücken. Er ist von Haus aus Publizist und hat den Verein gegründet, wieder die digitale Entblößung. Herr van Brücken, was sind denn die Ziele dieses Vereins? Wir, ein Zusammenschluss unabhängiger, werteorientierter Bürger, wir sind davon überzeugt, dass praktisch alle, nur weil es in der Online-Welt mittlerweile möglich ist, viel zu viel Privates von sich preisgeben und viel zu viel Privates voneinander wissen. Die sogenannten sozialen Medien überfluten uns ja geradezu mit intimen und privaten Details fremder Menschen. Auf Dauer führt das zur Entwertung des privaten Lebens und zur Entwürdigung des Menschen. Sexuelle Neigung, politische Einstellung, das letzte Mittagessen, die Konsistenz des Stuhlgangs, all das gehört nicht in die Öffentlichkeit. All diese Privatheitströpfchen addieren sich zu einer stinkenden Flut, die alles Persönliche, alles Echte, alles Menschliche hinwegspült. Also das heißt, wir müssen eigentlich mehr geheim halten und viel öfter aus unserem Leben ein Geheimnis machen? Ja, eindeutig. Wir sind einen fatalen Weg bereits viel zu weit gegangen, müssen dringend umkehren. Aber im Moment laufen wir stattdessen immer schneller, immer weiter in die falsche Richtung. Immer mehr Privates wird entblößt. Und ich sage Ihnen was. Der endgültige Einzug des Chaos in diese Gesellschaft, dafür werden diese Datenbrillen stehen. Der zynischste und menschenverachtendste Satz in diesem Zusammenhang lautet, ich weiß, wer du bist. Wir reden hier schließlich von Werten. Und wir reden mit Boris Hehlen. Guten Abend, Herr Hehlen. Guten Abend. Herr Hehlen. Die NSA und der BND schnüffeln unsere privatesten Geheimnisse aus. Und der Politik fällt darauf nichts anderes ein, als zu antworten, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Sowohl den Geheimdiensten als auch bei diesem Nichts-zu-verbergen-Spruch konservativer Politiker geht es im Grunde um das Erpressungspotenzial von Informationen. Und jedes Mal, wenn jemand freiwillig im Netz veröffentlicht, dass er oder sie mal im Knast saß, mal magersüchtig war oder sich gerade wegen Depressionen in Therapie befindet. Jedes Mal ist das ein potenzielles Druckmittel weniger für die Geheimdienste oder für die Politik oder für wen auch immer. Das klingt ja jetzt ein wenig nach utopischer Welt. Wenn dieser Gesellschaft etwas fehlt, dann sind es Utopien. Ohne Utopien siegen immer die Angsthasen. Natürlich ist das völlige Neudenken des Konzeptes Privatsphäre für viele Menschen an sich so etwas wie ein quasi religiöser Tabubruch. Und diese Menschen nennen sich selbst Aluköpfe und richten sich mit drohenden Videobotschaften an die Öffentlichkeit. Wir werden nicht erlauben, dass ihr das Private zerstört. Wir werden euch jagen. Wir werden eure Datenbrillen zerstören. Wir werden euren Willen brechen und euren Stolz. Ihr habt keine Würde. Wir haben keine Gnade. Denke immer daran, Datenbrillenmensch. Du weißt nicht, wer ich bin. Am vergangenen Dienstag überfielen drei Unbekannte mit silbernen Masken den Blogger René Bürger in einem Parkhaus in Berlin-Kreuzberg.
Ein blaues Auge, eine aufgeplatzte Lippe, ein paar Prellungen. Bürger glaubt, noch Glück gehabt zu haben. Ja, da waren plötzlich diese drei Typen und die haben mich verprügelt und mich auf mich eingetreten. Und dann kamen zum Glück ein paar Motorradfahrer, die Maskierten sind dann geflohen. Worum es den Vermummten ging, daran hegt René Bürger keinen Zweifel. Ich betreibe das Blog Gadget Paradise und ich hatte eine der Realorama-Prototypen zum Testen. Naja, das Erste, was einer der Typen machte, war, mir die Brille abzunehmen, sie zu zerbrechen und drauf rumzutrampeln. Die Reste dieser Datenbrille konnte der Blogger schon bald im Internet besichtigen. Ein kleiner Triumph bleibt dem Blogger. Ich habe noch ein zweites Exemplar, aber das haben die Typen nicht gefunden. Bundesweit sind inzwischen drei ähnliche Fälle gemeldet worden. Die Opfer waren allesamt Entwickler oder Tester der Datenbrillen, die in letzter Zeit so viel Wirbel gemacht haben. Die Landeskriminalämter ermitteln. Normalerweise bin ich ja sehr für Technik. Schon immer gewesen. Aber ich finde, man muss nicht alles mitmachen. Diese Alu-Menschen können einem schon Angst machen. Aber man muss ja mal die andere Seite sehen. Die haben ja auch Angst. Die wollen unsere Daten schützen. Also im Grunde sind die ja auf unserer Seite irgendwie. Und unsere feinen Herren Politiker, die waren vor noch gar nicht allzu langer Zeit voller Jubelarien. Heute klang Staatssekretär Dörling sehr viel distanzierter. Vertraute wollen wissen, die lauter werdende Technologieskepsis in Teilen der Bevölkerung habe Dörling an seinem bisherigen Kurs zweifeln lassen. Was Deutschland schon immer ausgezeichnet hat, ist, dass es nicht blind irgendwelchen zusammenfantasierten Technikvisionen hinterherläuft, sondern nüchtern Chancen und Risiken gegeneinander abwägt. Derzeit diskutieren wir intensiv innerhalb unseres Ministeriums, aber auch ressortübergreifend, wie unsere nächsten Schritte aussehen werden im Hinblick auf diese Datensichtgeräte. Wie diese nächsten Schritte aussehen könnten, das weiß der Flurfunk im Bundestag. Ein eindeutiges Verbot der Datenbrillentechnologie werde derzeit geprüft, heißt es. Denn schon bald ist es soweit, liebe Seniorinnen und liebe Senioren oder kurz, liebe ZDF-Zuschauer. Meine neue Sendung Knockoff läuft zu Hause auf Ihrem Flachbildfernsehgerät. Bei Knockoff unterhalte ich mich jedes Mal mit vier Gästen über aktuelle Themen aus Höhlenforschung, Heimcomputern und Hamstern. Aber, und das ist neu, das ist toll, das ist sensationell. Bei Knockoff haben Sie die Macht, liebe ZDF-Zuschauer. Denn Sie haben die Knockoff-App auf Ihrem Smartphone installiert. Und deswegen haben Sie dort genau zwei Buttons. No und Go. Denn schon heute sollte es endlich soweit sein. Vor ihrer Firmenzentrale in Berlin-Mitte wollte die Unternehmerin Michelle Spark den Startschuss für den Verkauf ihrer schon jetzt legendenumwobenen Datenbrillen geben. Doch daraus wurde nichts. Schlange stehen für den digitalen Durchblick. Schon früh am Morgen haben sich hier in Berlin-Mitte Dutzende Neugierige und Kaufwillige eingefunden, um zu den Ersten zu gehören, die sich eine Realorama-Datenbrille auf die Nase setzen. Gerade als Mitarbeiter die ersten Kartons aus dem Lager holen, erscheint plötzlich die Polizei und beendet den Verkaufsstart, noch bevor er begonnen hat. Die Berliner Polizei hat hier einen Gerichtsbeschluss durchgesetzt, der den Verkauf dieser Datensichtgeräte untersagt. Auch der Initiator dieses Verkaufsverbotes ist vor Ort, Oliver van Bröcken, Publizist, Autor und Vorsitzender des Vereins, wieder die digitale Entblößung. Das Oberlandesgericht Berlin hat auf die Initiative unseres Vereins hin im Zuge einer einstweiligen Verfügung den Verkauf der Datenbrillen untersagt. Offensichtlich sind wir in Deutschland nicht allein mit unseren Befürchtungen zu Datenschutz und Privatsphäre. Geschlagen geben will sich das Berliner Startup noch nicht. Die Unternehmenschefin gibt sich kämpferisch. Und ich bin sicher, dass die Gerichte nicht auf Dauer dieser reaktionären Weltsicht folgen werden. Die Zukunft hat bei mir angerufen und Bescheid gesagt. Und dann hat noch ein Freund bei Facebook mich direkt angeschaltet. Ich bin dann sofort hin und da war eine riesige Menschentraube. Ich habe dann zwar eine Stunde gewartet, aber es hat sich gelohnt. Also ich hatte ja schon drauf gespart und jetzt habe ich sie ganz umsonst bekommen. Das Teil ist der absolute Kracher. Moment. Sie sind Michelle Spark. Willkommen, Frau Spark. Auf das Verkaufsverbot haben Sie ja sehr, sagen wir mal, auf ungewöhnliche Weise reagiert. Ja, also wir haben am gleichen Abend noch damit begonnen, die Brillen zu verschenken. Und es hat sich natürlich auch sehr, sehr schnell auf Twitter und Facebook rumgesprochen. Und so haben wir dann tatsächlich in wenigen Stunden die gesamte Erstproduktion von 50.000 Brillen verschenkt. Aber wie geht das denn jetzt zusammen mit der gerichtlichen Verfügung? Naja, also das Gericht hat uns nur den Verkauf von den Brillen untersagt und nicht das Verschenken. Und genau das musste dann die Polizei auch einsehen, als unser Anwalt ihr das erklärt hat. Sie haben ja kürzlich eine Art Manifest veröffentlicht. Was hat es denn damit auf sich? Naja, also die Realorama-Brillen, das sind Geräte der persönlichen Emanzipation. Sie sind Geräte der Ermächtigung. Sie sind sozusagen der Zugang zu Wissen und Information. Und das Ziel von Operation Naked ist,
Wissen für alle. Man kann auch sagen, Macht für alle. Jetzt gibt es ja Gerüchte, die Bundesregierung wolle ein komplettes Verbot von Datenbrillen erlassen. Naja, Politiker sind wohl so. Also erst können sie sich nicht oft genug neben mir fotografieren lassen. Und kaum wird es ein bisschen ungemütlich, dann lassen sie sich von diesen durchgeknallten silbernen Köpfen vor sich hertreiben und tun genau das, was diese Datenschutz-Taliban sich von ihnen wünschen. Also, und das wiederum veranlasste Pablo Rothmann, sich in einer Fernsehsendung unaufgefordert seiner Oberbekleidung zu entledigen und sich dort mehrfach als der nackte Schwule zu bezeichnen, was ihm unter Fernsehzuschauern den nur semi-originellen Spitznamen der nackte Schwule einbrachte. Ein zweites Leben als YouTube-Star begonnen hat Pablo Rothmann, a.k.a. Paro, a.k.a. Mrs. Tutorial, inzwischen eine höhere Klickdichte erspielt als die Augen der Maus. Was ist ein Story-Stumbler? Was ist ein Story-Stumbler? Ja, also das ist im Grunde genommen eine Videozusammenstellung von kurzen Momenten aus dem Fernsehen. ja, zu einem ganz bestimmten Thema. Und ich mach das persönlich so, ich suche mir ein aktuelles Ereignis aus, beispielsweise den Rücktritt der Verkehrsministerin oder das Attentat auf die Raststätte in Herford vor einem halben Jahr. Pablo, ich will nicht sagen, dass es jetzt öde und langweilig klingt. Es klingt einfach unfassbar öde und langweilig. Und das gucken auch Leute, fünf, sechs Leute oder 100 Leute, ja, ich war auch Tausende. Überrascht. Nee, ich war, ja, Hunderttausende. Hunderttausende? Ja, sorry, ich... am Anfang war das... Angeber. Ja, schaut's euch gerne an. Also ich meine, ich habe am Anfang das nur für mich als Zeitvertreib gemacht und ich war ja arbeitslos und hatte dadurch jede Menge Freizeit. Und nach und nach merkte ich, das wurden immer mehr Zuschauer, hauptsächlich auch junge Leute. Mhm. Und ich denke auch inzwischen, dass das Fernsehen die jungen Leute anödet, weil es so langatmig und so langsam ist. Und in diesen kurzen Beiträgen, die ich da mache, diese Schnipsel... Ja. Ich erzähle jetzt vielleicht langweilig, aber die Schnipsel sind spannend. Der deutsche Traum, gelebt von Pablo hier, vom Erdkundelehrer zum Klickmillionär, der Story-Stumbler, alles andere als langweilig, ganz im Gegenteil. Denn auch... Die Unternehmerin Michelle Spark besitzt ganz offensichtlich ein großes Talent, Menschen gegen sich aufzubringen. Erst einen konservativen Verein, dann die Politik und jetzt haben die sogenannten Aluköpfe eine ebenso obskure wie gewalttätige Organisation radikaler Datenschützer ihr persönlich den Krieg erklärt. Du nennst uns durchgeknallt, Michelle Spark. Du nennst uns Taliban. Wir werden dir zeigen, was durchgeknallte Taliban können. Wir werden dich jagen, wir werden dich finden. Wir werden dir wehtun, Michelle Spark. Die Furcht des Internet vor den silbrigen Gestalten hält sich in Grenzen. Schon nach kurzer Zeit machen sich Dutzende Videos über die Drohansprache lustig. Ich liebe dich, Michelle Spark. Datenbrillen sind stark. Ich bin scheiße und du bist richtig toll. Hören Sie dazu einen Kommentar vom geistigen Oberhaupt der Internetgemeinde, Pastor Gernot Hassknecht. Deutschland steht auf dem dritten Platz der internetfeindlichsten Länder der Welt. Direkt hinter Nordkorea und Mittelerde. Auf Google Street View sieht Deutschland aus, als stünde jedes zweite Haus hinter einer Milchglasscheibe, weil der doofe Deutsche seine Hauswand für etwas Privates hält. Ey, ihr Schwachköpfe! Das hinter der Mauer, das ist das Private! Und damit man das nicht sieht, dafür ist die Mauer da! Aber es ist ja auch kein Wunder. Unser europäischer Datenkommissar heißt Jürgen Oellingen. Oellingen, der online gewordene Kompetenznotstand, die menschliche Netzbremse. Die einzige noch größere Digitalpfeife ist Walter Dürrling. Der ist nur deshalb in Berlin für Einsen und Nullen zuständig, weil er nicht bis zwei zählen kann. Denn er soll das Internet endgültig kaputt machen. Und was der Modem-Walter jetzt mit diesen Datenbrillen vorhat, war bereits erwartet worden. Staatssekretär Walter Dörling, der als treibende Kraft hinter der Gesetzesinitiative gilt, sagte gegenüber der Presse: Bei aller Liebe zum Fortschritt ist es die oberste Priorität der Bundesregierung, die Gesellschaft vor technischen Systemen zu schützen, die das friedliche Miteinander der Bürger gefährden können.
Daher ist mit sofortiger Wirkung nicht nur der Verkauf, sondern auch der Besitz oder auch nur die pure Inbetriebnahme solcher Datensichtgeräte untersagt. Dank der komfortablen Regierungsmehrheit im Bundestag gilt die Zustimmung des Parlaments zu diesem Eilantrag als reine Formsache. Ich fordere hiermit alle Bürger ausdrücklich auf, die sich im Besitz eines solchen Datensichtgerätes befinden, dieses bei der örtlichen Polizeidienststelle oder bei den Ordnungsämtern abzugeben. Sie erhalten dort eine Quittung für ihr Gerät. Und ich sage auch ausdrücklich, wer das nicht tut, der macht sich strafbar. Etwa 50.000 Datenbrillen hat die Unternehmerin Michelle Spark kürzlich verschenkt. Deren Besitzer werden durch den sogenannten Dörling-Erlass nun quasi über Nacht zu Straftätern. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik, den der Staatssekretär jedoch für gerechtfertigt hält. Diese Geräte sind ein offener Angriff auf unsere Zivilgesellschaft, auf unsere Werte, auf unsere Demokratie. Mit solchen Brillen herumzulaufen ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Akt des Informationsterrorismus. Und darauf muss der Staat mit aller Härte reagieren. Wo gehobelt wird, gibt es eben kein Rauch ohne Feuer. Ab morgen früh besitzen Sie die ultimative Stummtaste. Falls Ihnen das Gerede einer meiner Gäste langweilig wird oder Sie den Gast einfach doof finden, dann drücken Sie auf den roten No-Button. Wenn das genügend Zuschauer tun, dann wird dem Gast sofort der Ton abgestellt. Also langatmige Politikermonologe? Nicht bei mir. Endlos von sich selbst schwärmende Schauspieler? Sie können die ausknipsen. Und was, wenn der Gast super, super toll ist? Dann drücken Sie richtig geraten auf Go! Und der kann fröhlich weitererzählen. Der Countdown zur ersten Sendung läuft. Ab sofort! Gilt der sogenannte Dörling-Erlass. Und die ersten Bürger bekamen recht schnell zu spüren, dass sie plötzlich etwas Illegales besaßen. Es waren zwei Polizeibeamte. Die haben mich auf dem Weg zum Auto abgefangen und haben mir gesagt, dass ich ihnen die Brille geben soll. Da habe ich nur gedacht, das gibt's doch nicht, das dürfen die nicht. Also habe ich mich geweigert. Naja, und dann hat einer der Polizeibeamten mir meinen Arm auf den Rücken gedreht und mich hier auf die Motorhaube gedrückt, bis ich ihm die Brille gegeben habe. Der junge Mann hat leichte Prellungen und steht unter Schock. Und jetzt droht ihm obendrein eine empfindliche Geldstrafe oder gar Gefängnis. Die Suche der Polizei nach den 50.000 Datenbrillen und ihren Besitzern erscheint oft willkürlich und aktionistisch, wie etwa hier in einer Einkaufsstraße in Berlin, wo die Beamten auf Zufallstreffer hoffen. Das ist tatsächlich nicht so einfach für die Kollegen. Aus der Ferne ist hier nicht erkennbar, ob es sich um eine Datenbrille oder um eine ganz normale Sehhilfe handelt. Darum sind die Beamten auch angehalten, diese Brillen aus der Nähe zu inspizieren. Mittlerweile hat der Zufall den Beamten in der Fußgängerzone zwei tatsächliche Besitzer von Datenbrillen in die Hände getrieben. Und Prominente dazu. Michelle Spark und Kemal Ünaldi von der Firma Relorama. Die Beamten lassen nicht mit sich handeln. Auch die, die den Datenbrillenboom losgetreten haben, müssen ihre Geräte abgeben. Der Dörling-Erlass kennt keinen Promi-Bonus. Politische Gegner halten das Gesetz indes für unverhältnismäßig und glauben, es bewege sich allerhöchstens im Grenzbereich der Rechtsstaatlichkeit. Währenddessen haben die Gewalttaten der sogenannten Aluköpfe ein erstes Todesopfer gefordert. Kemal Ünaldi, Entwickler bei einem Berliner Technologieunternehmen, kam am gestrigen Nachmittag bei einem Überfall durch drei Maskierte ums Leben. Die mutmaßlichen Täter hatten offenbar auf ihre Opfer gewartet und sie in einer Gasse im Berliner Stadtteil Mitte überrumpelt. Der Entwickler Kemal Ünaldi stürzte unglücklich und brach sich das Genick. Der 35-Jährige war sofort tot. Das zweite Opfer, die Unternehmerin Michelle Spark, zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Während des Handgemenges gelingt es Michelle Spark, einem der Täter kurzzeitig die Maske vom Gesicht zu reißen. Aufgrund ihrer Gesichtsblindheit kann sie den Täter später jedoch weder beschreiben noch identifizieren. Dieses Video verdanken wir der Datenbrille eines der Opfer. Hier listet das Gerät die Marken der Kleidungsstücke auf, die die mutmaßlichen Täter am Tattag trugen. Leider handelt es sich bei dieser Kleidung um keine seltenen exotischen Marken. Aber vielleicht helfen sie ja trotzdem bei der Identifizierung der Tatverdächtigen. Falls Sie einen Verdacht haben, um wen es sich bei den drei Maskierten handeln könnte, wenden Sie sich bitte an eines unserer Aufnahmestudios oder an die Kriminalpolizei in Berlin. Bei uns im Studio ist jetzt der Netzaktivist Boris Hillen, den ich ganz herzlich begrüße. Guten Abend. Er hat ein Projekt gestartet, das in direktem Zusammenhang mit dieser Tat steht und für das er ebenfalls um Ihre Mithilfe bittet. Ja, wir haben unter der Domain parolekemal.de eine Upload-Plattform eingerichtet. Und wir bitten alle Zuschauer, dort Fotos und Videos hochzuladen, die in Berlin oder Umgebung aufgenommen wurden. Und zwar ungefähr im letzten Jahr vor der Tat. Dabei ist es völlig egal, um was für Aufnahmen es sich handelt, ob Urlaubsbilder, Architekturfotos, Zeugenfotos von Verkehrsunfällen, Selfies, Aufnahmen von Sicherheitskameras, was auch immer.
Aber unter parolekemal.de können Sie das alles auch noch mal ganz genau nachlesen. Also ein Jahr Videos und Fotos aus Berlin, das müssen ja Millionen Dateien sein. Ja. Was genau haben Sie vor mit dieser unglaublichen Medienmasse? Wir werden diese Aufnahmen per Software nach Mustern untersuchen. Wir werden spezielle Algorithmen über die Fotos laufen lassen und so hoffentlich Hinweise über die Täter finden. Und alles, was wir herausfinden, werden wir selbstverständlich auch der Kriminalpolizei mitteilen. Ja, also Parole Kemal, das klingt ungeheuer spannend. Und Sie, liebe Zuschauer? Sie sind schuld an Kemals Tod und auch schuld daran, dass seine Mörder immer noch frei herumlaufen. Ich meine, ich habe einem dieser Scheißkerle mitten ins Gesicht gesehen. Und ohne die Dörlings und Van Bröckens dieser Welt hätte ich an diesem Tag noch meine Brille besessen und einen der Täter damit identifizieren können. Der wäre heute da, wo er hingehört. Sie geben also der Politik eine Mitschuld an dem Tod ihres Mitarbeiters? Nee. Aber die Regierung hat durch den Dörling-Erlass solche Irren wie die Aluköpfe legitimiert. Ich meine, die können sich jetzt getrost auf der Seite des Gesetzes behaupten. Versuchen Sie doch kurz, diese große Idee zu erklären, um die es Ihnen geht. Jetzt stellen Sie sich mal eine Gesellschaft vor, in der man jedem seine Verfehlungen ansehen könnte. Alle seine Fehler, alle seine Schwächen, alle seine Jugendsünden, alle seine Ausrutsche und Peinlichkeiten. In einer Gesellschaft oder in einer Welt, in der man Makellosigkeit nicht mehr vortäuschen könnte, verlöre der Makel an Bedeutung. Niemand würde mehr mit dem Finger auf andere zeigen, denn man könnte genauso gut auf ihn zeigen. Das ist natürlich ein interessantes Gedankenexperiment. Nein, das ist kein Gedankenexperiment. Das ist der Plan. Was genau haben Sie vor? Im ersten Schritt habe ich alle technischen Erkenntnisse meines Unternehmens freigegeben. Diese stehen ab sofort unter einer freien Lizenz unter operationnaked.org zum Download bereit. Insgesamt sind es 23 Terabyte Daten. Die Unternehmerin Michelle Spark zum Download freigegeben hat. Und die könnten dafür sorgen, dass der sogenannte Dörling-Erlass, also das absolute Verbot von Datenbrillen, in etwa so gut funktionieren wird wie die Alkoholprohibition in den USA vor rund 100 Jahren. Nämlich so ziemlich gar nicht, wie unser erster Beitrag zeigt. Es sind zehntausende Dokumente. Tabellen, Pläne, Zeichnungen, Dokumentation. Wer sie versteht und ihren Inhalt umsetzt, kann Datenbrillen herstellen. Mit eingebauter Gesichtserkennung, mit GPS-Funktion, mit Suchfunktion und mit Verbindungen zu nahezu allen Diensten im Web. Wie viele Menschen diesen Schatz bereits heruntergeladen haben und was sie damit vorhaben, ist unbekannt. Wir treffen den Initiator einer Gruppe Freiwilliger, die eine Open-Source-Datenbrille für jedermann konstruiert. Der Name des Projekts? Open Glass. Aufgrund des Dörling-Erlasses möchte er sein Gesicht nicht im Fernsehen zeigen. Das Team ist noch ziemlich klein. Weltweit sind es ca. 150 Leute, die an dem Projekt mitmachen. Nach 14 Tagen hatten wir einen ersten Prototypen. Der war zwar noch nicht ganz perfekt, aber funktioniert hat er. Fast täglich stellt die Open Glass-Gruppe ein neues Update online. Einige tausend dieser Do-it-yourself-Brillen sollen bereits im Umlauf sein. Aber der Gruppe geht es nicht nur darum, das nachzubauen, was es bereits gibt. Wir entwickeln gerade die nächste Generation. Die wird dann ganz ohne Brillengestell auskommen. Das hier ist der allererste Dummy und ich hoffe, in 2 Wochen... Habe ich mir das mal durchgelesen, was die Spark auf Operation Naked geschrieben hat. Das ist Science Fiction, oder? Vielleicht hat sie auch recht und vielleicht wäre dann alles ganz toll und friedlich und... Sie haben ja in Essays und Kommentaren, zum Beispiel im Cicero und in der FAZ, die Geschichte von Michelle Spark und ihrem Unternehmen kritisch begleitet. Was glauben Sie, wie konnte es dazu kommen? So tragisch die Geschichte dieser jungen Frau und der Tod ihres Mitarbeiters auf der menschlichen Ebene sind, so klar müssen wir doch feststellen, Michelle Spark ist zu weit gegangen. Sie hat sich als Unternehmerin zu weit aus dem Fenster gelehnt, sie hat sich mit der Politik angelegt und sie hat vor allem diese vermummten Gewalttäter provoziert. Wir dürfen doch nicht vergessen, ohne Michelle Spark, ohne ihre Datenbrillen, würde es diese gefährlichen Figuren mit diesen Silbermasken höchstwahrscheinlich gar nicht geben. Ja, aber bleiben wir bei den sogenannten Aluköpfen. Ist es nicht so, dass die aus Ängsten heraus, aus Sorgen heraus handeln, die man ernst nehmen muss, auch wenn man die Methoden ablehnt?
Das ist natürlich absolut richtig. Ich bin weit davon entfernt, die Methoden dieser Maskierten gut zu heißen. Ich lehne jegliche Form von Gewalt ab. Aber das Ziel dieser Gruppe, nämlich jene Frau, Michelle Spark, zu stoppen, ihre Technologie aufzuhalten, dieses Ziel ist nachvollziehbar. Es ist legitim und richtig. Wenn auch, wie schon gesagt, ich... Ich bin jetzt schon manchmal genervt, wenn ich privaten Handytelefonaten oder so zuhören muss in der Straßenbahn oder so. Und jetzt soll ich noch mehr und noch mehr von noch mehr Menschen erfahren? Bloß nicht. Ich muss das alles nicht haben, nur weil das auf einmal geht, diese Digitaltechnik. Machtfrei. Software gleicht am ehesten vielleicht einer immateriellen Idee, einer Art von Gedankenfluss innerhalb eines Computers. Und Gedanken sind bekanntlich frei. Eine Software verbieten zu wollen, kommt somit einer Art Gedankenverbot gleich. Und um das durchzusetzen, bräuchte man Überwachung und eine Art Gedankenpolizei. Ähnlich sieht es mit unserer digitalen Hardware aus. Ein Gerät, das gestern noch so groß war wie eine Getränkekiste, ist heute ein Handy und morgen nur noch ein winziger Chip, so klein wie ein Fingernagel und übermorgen so winzig wie ein Stecknadelkopf. Das hier beispielsweise ist Open Glass 4, eine Datenbrille, natürlich ohne Brillengestell. Und die kann ziemlich genau das Gleiche wie die Realorama-Brillen, deren Besitz Herr Staatssekretär Dörling unter Strafe gestellt hat. Somit mache ich mich jetzt und gerade hier strafbar, mitten in einer Fernsehsendung und dazu noch in aller Öffentlichkeit. Und während hierzulande ein Verbot auf dieser Technologie liegt, ist man in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong bereits 3 Schritte weiter. Augenschießen nennt sich dort ein Vorgang, mit dem sich die komplette Technik der bei uns verbotenen Datenbrillen hinter den eigenen Augapfel platzieren lässt, wo dann alle Informationen direkt auf die Netzhaut projiziert werden. In Hinterhofkliniken verwandeln sich junge Hongkong-Chinesen für umgerechnet ein paar hundert Euro in so etwas wie allsehende und allwissende Cyborgs. Diese Schnellschussoperationen kannte man bisher nur aus dem fernen Osten. Doch auch in den Szenevierteln von Berlin und Hamburg gibt es mittlerweile Piercing-Studios, die den sogenannten Augenschuss praktizieren. Im Hinterzimmer unversichert und für die meist jungen Kunden auf eigene Gefahr, versteht sich. Doch die Aussicht, die komplette Funktionalität einer Datenbrille innerhalb des eigenen Körpers zu besitzen, diese Aussicht ist für viele offenbar sehr verlockend. Hallo, darf ich Sie kurz was fragen? Haben Sie sich die Augen schießen lassen? Ja, klar habe ich das. Und ich weiß, wer deine Mutter ist. Ich lehne jegliche Form von Gewalt ab. Aber das Ziel der Aluköpfe, nämlich diese gefährliche Technologie aufzuhalten, dieses Ziel ist absolut legitim und richtig. Auch wenn mich der tragische Ausgang der Geschichte natürlich... Also, ich fand an den Datenbrillen ja vor allem die Akkulaufzeit sehr enttäuschend. Ja, also wenn ich Montagmorgen die Brille aufgeladen habe, dann konnte ich... Oh, schade, gerade wo es spannend wurde mit Akkulaufzeiten und so weiter. Frau Spark, Sie haben unmittelbar nach dem Tod Ihres Mitarbeiters die Projektparole Kemal gestartet, gemeinsam mit Boris Hillen, um bei der Suche nach den Tätern zu helfen. Was ist denn bisher bei diesem Projekt herausgekommen? Worauf können wir uns freuen? Also wir haben einiges herausgefunden, was sicherlich nicht nur die Zuschauer, sondern auch einige von den hier in der Runde Anwesenden überraschen dürfen. Ich liebe Überraschungen. Wie in jeder guten Kochsendung haben wir ein bisschen was vorbereitet, Herr Hillen. Sind Sie soweit? Schauen Sie sich mal dieses Video an. Ja. Das erkennt man aber nicht so gut. Nee. Das liegt an der Kamera. Ja, die Kamera in der Brille nimmt gerade mal mit 1280 x 720 Pixeln auf. Ah ja. Und das ist in Sachen HD nun wirklich nicht mehr Zeit. Ja, also das sind auch die... Das sind die bislang einzig bekannt gewordenen Aufnahmen der Täter. Das hier ist eines der im Rahmen von Parole Kemal hochgeladenen Videos. Das ist eine Aufnahme einer kleinen Flugdrohne, die ein Bastler an diesem Tag getestet hat. Darauf erkennen wir ganz deutlich, wenn Sie mal hinschauen, die drei Täter, wie sie nach dem Überfall in den nahegelegenen Park gelaufen sind. Und in diesem Park fand genau zu diesem Zeitpunkt ein Fotoshooting statt. Und auf einem der Bilder entdecken wir unsere drei Aluköpfe. Unglaublich. Ganz ohne Aluköpfe. Ein bisschen Gesichtserkennungssoftware und ein Bildvergleichsalgorithmus dazu gerührt und voilà. Da sind sie, unsere Täter. Ich meine, dass Sie hier Menschen erkennbar und mit vollem Namen öffentlich an den Pranger stellen, das ist ja irgendwie auch nicht die ganz feine... Genau das meine ich. Kein Respekt, ne? Ja. Kein Respekt vor der Privatsphäre anderer Menschen. Diese Leute zerren alles in die Öffentlichkeit. Und es ist ihnen völlig egal, was damit passiert. Diese Menschen verletzen grundlegende Werte. Ja, ich meine, bei aller Liebe, er hat ja irgendwie da einen Punkt. Ich meine, in der analogen Welt, ich weiß nicht, ob Sie das bei der Digitalstasi so kennen, aber gibt es ja noch sowas wie die Unschuldsvermutung? Also Moment, wie stehen Sie dazu? Ich bin noch nicht fertig. Dieses Video ist 2 Tage vor der Tat aufgenommen worden. Wir sehen nämlich hier Herrn Oliver von Bröcken, wie er sich 2 Tage vor der Tat mit einem der Täter unterhält.
kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Das ist ja hochinteressant. Ich treffe viele Leute, die sich für die Arbeit unseres Vereins interessieren. Dieses Video wurde 5 Monate zuvor aufgenommen. Und genau, und hier übergeben Sie, Herr van Brücken, dem späteren Täter eine Videokamera vom Typ Sonic AGH12. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber jeder Kamerasensor hinterlässt im Video eine Art digitalen Fingerabdruck. Ja? Und ein fester Bestandteil dieses Fingerabdrucks ist immer die Kameraseriennummer. Ich zoome da mal näher ran. Mhm. Wir haben daraufhin mal das Netz auf YouTube einige Videos nach dieser Kameraseriennummer durchsuchen lassen. Und was soll ich sagen? Beinahe alle Videos der Aluköpfe wurden mit genau dieser Videokamera aufgenommen. Genau. Herr van Brücken, was sagen Sie dazu? Ich sage gar nichts dazu. Ich lasse mir von diesen Leuten nicht die Spielregeln diktieren. Wir haben unseren Gesichtserkennungsalgorithmus mal über einige Millionen Fotos im Netz laufen lassen und nach Ihnen suchen lassen, Herr van Brücken. Und unsere Software warf daraufhin dieses fröhliche kleine Urlaubsfoto aus. Und dieses Etablissement, was wir da sehen, ist spezialisiert auf Wünsche von Männern, die sich für besonders junge Frauen interessieren. Ja, das ist natürlich totaler Unsinn. Ja, ich war in Thailand, wie tausende andere Deutsche auch. Und dieses Haus ist ein ganz normales Restaurant. Ich habe dort zu Abend gegessen. Unsere Zuschauer glauben das nicht so richtig, glaube ich. Und lassen Sie uns noch mal ganz kurz das Auto genauer anschauen. Schauen Sie mal auf dieses kleine Schild dort. Heaven 7 Travel, das ist kein gewöhnliches Reiseunternehmen, sondern es ist spezialisiert auf exklusive Luxusreisen für Männer, die eben auf besonders junge Frauen stehen. Was sagen Sie dazu, Herr van Brücken? Ich habe niemals eine Reise gebucht bei Heaven 7 Travel. Das glaube ich Ihnen wirklich gerne. Und ich kann Ihnen noch ganz direkt sagen, warum. Heaven 7 Travel ist zwar auf den Kaimaninseln registriert, wie viele tausende andere Briefkastenfirmen auch. Und deswegen haben wir einfach mal einen Brief an diesen Briefkasten geschickt. Und zwar mit dem Absender das Berliner Finanzgericht für Steuerstrafangelegenheiten. Oh, im Brief war allerdings nur eine Postkarte mit schönen Grüßen. Und? Es war noch was unter der Briefmarke. Und zwar ein kleiner, flacher GPS-Peilsender, der uns ständig meldete, wo er gerade ist. Diese Serviceunternehmen in der Karibik, bei denen man sich als Briefkastenfirma einmieten kann, schicken nämlich amtliche Post direkt weiter an die tatsächlichen Firmeninhaber. Und was soll ich sagen? Unser Brief landete in Berlin, in Alt-Hohenschönhausen, im Ahrensweg Nummer 7, Herr van Brücken. Was zufällig der Vereinssitz von wieder die digitale Entblößung ist. Und Herr van Brücken, auch zufällig Ihr registrierter Wohnsitz. Ist das so, Herr van Brücken? Protokoll. Ich werde mit diesen Menschen kein Wort mehr reden. Mein Anwalt wird den Vorgang prüfen und wir werden dann entsprechend... Ich meine, es ist doch klar, Ihr Angebot ist ein sehr diskretes und da sind zu viele Informationen einfach wirklich schädlich fürs Geschäft. Deswegen sind Sie doch auch schon lange mit Ihrem Verein und Ihren netzfeindlichen Kommentaren in der FAZ und sonst wo ein Lobbyist gegen die digitale Kultur. Genau. Sie sind eine Lobbyistin der digitalen Diktatur. Herr van Brücken, und dann kam plötzlich Real-Orama und Ihre Albträume wurden wahr. Plötzlich sahen Sie in Ihren Träumen überall Menschen mit dieser Datenbrille rumrennen, auf Flughäfen, in Flugzeugen, an Urlaubsorten. Dann ist es irgendwie vorbei mit der Diskretion. Es ist doch wirklich schädlich fürs Geschäft. Also, was machen Sie? Sie haben die Aluköpfe erfunden und haben einfach ein paar junge Typen bezahlt, meine Entwickler und Tester einzuschüchtern und Kemal und mich zu überfallen. So wollten Sie nämlich die Einführung dieser Datenbrille verzögern und was Ihnen ja auch teilweise gelungen ist. Sie alleine sind schuld am Tod von Kemal Ünaldi. Man könnte sie, pathetisch gesprochen, die große Ermächtigerin nennen, die Digitaltechnologie. Vor nicht allzu langer Zeit, da musste man noch Zeitungsverleger sein oder einen eigenen Fernsehsender besitzen, wollte man per Video oder Texten ein größeres Publikum erreichen. Heute genügt dafür ein Blog und YouTube. Faktenwissen wurde früher erzielt beim Durchforsten von großen Bibliotheken. Heute reicht meistens Wikipedia und Google. Und jetzt wird es spannend. Denn jetzt erreichen wir technologische Bereiche, die uns allen zur Verfügung stehen, die früher nur für Geheimdienste vorbehalten waren. Und die Parole Kemal ist ein Paradebeispiel dafür. Man nehme ein paar öffentliche Videos, ein paar öffentliche Fotos, einige GPS-Koordinaten, dann noch dieses und jenes und lasse eine Analyse-Software darüber laufen. Und schon erzählen diese eben noch stummen, dummen Daten spannende Geschichten. Da ist der natürliche nächste Schritt der digitalen Evolution ja schon vorgeplant. Man braucht gar keine Parole-Kemal-Projekte mehr und die zahllosen Beteiligten, sondern diese Informationen stehen für uns immer und überall zur Verfügung. Wir alle haben nicht nur die Informationen, sondern auch diese spannenden Geschichten. Wir verfügen über Superkräfte, die uns zu fast alles wissenden Superhelden machen können. Oder aber
zu Superschurken, je nach Charakter. Und vermutlich werden wir uns an diese Superkräfte genauso schnell wie an Wikipedia und Google gewöhnt haben. Staatssekretär Dörling kündigte heute an, das Betriebsverbot digitaler Datensichtgeräte mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Als Begründung für diese Kehrtwende nannte er Fortschritte in Bezug auf den Datenschutz. Die Nutzung von Datensichtgeräten, ob in Brillenform oder implantiert, ist ab sofort wieder straffrei möglich. Wir haben uns mit den Entwicklern der in Deutschland erhältlichen Modelle auf eine Datenschutzmaßnahme geeinigt, die für jeden Bürger praktikabel ist. Wer von diesen Geräten nicht erfasst werden will, der muss lediglich diesen QR-Code in der Nähe seines Gesichts anbringen. Und schon erscheint er anonymisiert vor den Datensichtgeräten. Wir können das mal simulieren. Technik, bitte. Wie Sie sehen, sehen Sie mich nicht. Sie wissen nicht, wer ich bin. Deutschland ist eben nicht nur das Land der Erfinder, sondern auch das Erfinderland des Datenschutzes. Oder auch alle Datenschutzdinge sind drei. Schwarz, Rot, Gold. Niemand muss sich mehr groß Gedanken machen, wer was über einen weiß und wer nicht. Wie viel Lebenszeit und Lebensenergie wird wohl alleine dadurch frei? Nackt ist ja erstmal nichts Böses. Nackt kommen wir auf die Welt und nackt gehen wir wieder. Und zwischendurch haben wir Nacktsex. Oder wir gehen nackt duschen. Aber ja, im übertragenen Sinne wollen wir diese Gesellschaft in eine Gemeinschaft von Nackten verwandeln, in der sich niemand wegen seiner Nacktheit schämen muss. Jeder, der sich die Augen hat schießen lassen, kann dabei sein. Jeder Teilnehmer hat einen enormen Wissensvorsprung gegenüber Nicht-Teilnehmern. Daher werden wohl auch die meisten Menschen früher oder später dabei sein. Auch wenn sie diese Idee vielleicht jetzt noch weit von sich weisen. Niemand wird es sich erlauben können, nicht mit dem ultimativen Informationspool verbunden zu sein. Eine Welt, in der jeder Mensch jeden Menschen ansehen kann und sich denken wird, ich weiß, wer du bist. So, das war er, der Story-Stumbler zum OND, dem Jubiläumstag von Operation Naked. Ich hoffe, mein kleiner Beitrag hat euch ein wenig inspiriert. Wie immer freue ich mich über Likes, Shares und Subscriptions. Euch allen eine tolle Woche. Keep on stumbling, euer Paro.
Ich weiß, wer du bist. Du bist der nackte Schwule aus dem Fernsehen.